Wir machen einen leichten Switch wegen einer Zugverspätung und fangen an mit dem Vortrag von Markus Wenzel. Markus Wenzel ist Sozialwissenschaftler und Stadtplaner an der Technischen Hochschule Lübeck. Sein Vortrag hat den Titel Eigentum, Familie und Nachbarschaften. Und er wird uns auch aus soziologischer, sozialwissenschaftlicher Sicht darüber erzählen, welches Bedürfnis steckt denn tatsächlich hinter diesem Traum vom Eigenheim im Grünen und mit welchen anderen Typologien kann man dieses Bedürfnis auch stillen? Markus Wenzel, wo? Ah, da, da sind Sie. Viel Spaß, wir sind neugierig. Dankeschön. So, ups. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die einführenden Worte. Ich freue mich, hier zu sein bei dieser spannenden Konferenz. Und jetzt drücke ich hier mal, geht das jetzt los? Ja? Eigentlich ja, jetzt habe ich ihn ausgemacht. Ja, ja, kein Problem. Ah ja, da ist er ja. Wunderbar. Ja, also ich freue mich hier zu sein. Ich finde das ein total spannendes Thema, eine spannende Fragestellung. Ich habe diesen sehr, sehr weiten Titel bekommen und dazu 20 Minuten. Das ist natürlich eine ambitionierte Zielsetzung. Und ich möchte gerne direkt jetzt starten, wenn das hier weiter drückt. Ja, ja, jetzt geht es. So, mit diesem Bild hier und gerne damit anfangen, was eben auch schon anklang, der Traum vom Eigenheim im Grünen. Es ist ja schon sehr spannend, dass man eigentlich, wenn man das mal googelt oder das so, wenn man vom Eigenheim im Grünen redet, dann kommt sofort das Wort Traum, als ob das so quasi zwangsweise zusammengehören würde, als wäre es so eine Art anthropologische Konstante, dass Menschen eben irgendwann den Wunsch entwickeln, in einem Einfamilienhaus zu leben. Und das sieht dann so aus zum Beispiel, Eigentum macht glücklich. Und wenn man sich dann umguckt, also das Weiterdrücken funktioniert hier nicht. Können Sie weiterdrücken oder wenn ich das... Ah, noch einen zweiten für mich. Ja, dann sieht das eben ungefähr so aus. Da steht dieses Schild, also das Eigentum, was glücklich macht. Und das sind beispielhafte Formen von Einfamilienhäusern im Grünen, die eben tatsächlich, die wir alle kennen und die es auch in verschiedensten Varianten gibt. Und wenn wir uns das jetzt mal etwas näher angucken, dann müssen wir natürlich erst einmal sagen, okay, es geht hier um mehrere Dinge. Es geht um die Eigentumsbildung. Es geht um das Wohnen im Grünen und es geht um diese Wohnform, also dieses Einfamilienhaus oder in dem Fall Reihenhaus. Und dazu gab es natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten eine Menge Forschung. Insbesondere in den 90er Jahren und auch davor gab es diese Suburbanisierungsforschung, die ganz stark aus der Sicht der Großstadt gedacht hat und gesagt hat, warum ziehen die Leute alle an den Stadtrand und wie können wir das eigentlich verhindern? Damals hatte man den Eindruck, ja, die Städte verschwinden hier, das war 1997, da gab es die Publikation, da gab es eine große Tagung, das Verschwinden der Städte. Man war sich ganz sicher, dass es vorbei ist mit den Großstädten und dass der Trend raus unglaublich dominant geworden ist und nicht mehr aufzuhalten ist. 1997 noch, das ist bemerkenswert. Damals gab es auch die Publikation von Tom Sieverts, Zwischenstadt, also die Idee, nicht mehr an der Idee der Großstadt festzuhalten, sondern lieber zu sagen, wie können wir eigentlich diese suburbanen Landschaften eben qualifizieren. Und im Prinzip war es ein Stück weit ein Abgesang auf die Stadt, auf die verdichtete Großstadt, wie wir sie als europäische Stadt gerade in den 90er Jahren ganz oft eben thematisiert haben. Und es gab zu dieser Zeit eine Menge Forschungen in ganz vielen Großstädten, was eigentlich die Motive der Menschen sind. Warum ziehen die eigentlich in das Eigenheim im Grünen? Und es lassen sich dabei im Wesentlichen drei Argumentationsstränge unterscheiden. Das eine Argument ist, und der eine Typus, ist der Preisoptimierer. Das sind Haushalte, die gucken ganz genau auf ihre Preisvorteile. Oftmals sind das Schwellenhaushalte, die gerade so sich ein Eigenheim leisten können, wenn sie weit genug nach draußen ziehen. Und das sind Haushalte, die eben ganz bewusst dann eben den Schritt machen, möglichst in die Peripherie, Pendelkosten in Kauf nehmen, um dort dann eben ihr Eigenheim realisieren zu können. Dann gibt es die Menschen, die argumentieren eher über die Lebensqualität, die dort gewonnen werden kann, insbesondere die Qualität für die Kinder. Also das Prinzip Tür auf, Kind raus und man kann dann im Grünen, die Kinder können sich im Grünen entfalten und
können dort dann eben eine ganz andere Kindheitserfahrung bekommen als in der dichten Großstadt. Und ihr dritte Argumentationsmuster, das dritte Argumentationsmuster ist eigentlich das Spannendste in dem Zusammenhang hier. Und das ist das, was ich denn nennen würde, die Suche nach dem biografischen Zirkelschluss. Das sind Menschen, die argumentieren, ich selber bin so aufgewachsen im Eigenheim im Grünen und ich möchte, dass meine Kinder auch so aufwachsen. Und das ist deswegen so wichtig, weil es diese Beharrungskräfte und diese Kraft, die dieses Muster hat, sehr, sehr schön eben veranschaulicht. Ja? Wir hatten das eben schon gesagt. Ja? Es geht eben nicht nur, es geht eben darum, dass man hier nicht von einem auf den anderen Tag den Schalter umlegen kann und sagen kann, jetzt wohnen wir alle mal anders, sondern es ist einfach so, dass es da damit sehr viel verbunden ist, biografisch, positive Erfahrungen, und die möchte man eben bewahren. Und davon loszulassen, das ist nicht so ganz einfach, sondern das ist ein Prozess, an dem man arbeiten muss. Das ist eigentlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und wenn ich jetzt weiterkomme und die Frage fokussiere, weg von dieser Suburbanisierungsfrage, und die Frage stelle, warum muss das eigentlich Eigentum sein? Was ist da eigentlich so wichtig? Und was ist die Argumentation, Eigentum zu bilden unbedingt? Dann hat man wieder ein ganzes Spektrum von Argumenten. Da kommt erstmal das Argument mit der Altersvorsorge, dass man was zu vererben hat. Ja? Ist ein wichtiges Thema, gerade wenn man Probleme hat, heutzutage überhaupt noch eine Geldanlage zu finden, dann sagt man sich natürlich schneller mal, klar, so ein Haus, das ist was eben dauerhaft Bestand hat. Das Thema Geldanlage generell haben wir ja in den letzten Jahren gesehen, wie stark das dann eben in diesen Immobilienbereich noch forciert hat. Dann das Thema der Sicherheit. Auch das ist ein wichtiges Thema. Sicherheit vor Kündigungen, Sicherheit vor Veränderungen in einer Welt, die eben im Umbruch ist. Das ist nicht ganz ohne. Dazu gehört auch dieses Moment der Unabhängigkeit. Ja? Dass man selber irgendwie die Dinge regulieren kann und nicht abhängig ist von einem Vermieter, von irgendwelchen Umbrüchen auf Immobilienmärkten. Dann haben wir den vierten Punkt, das ist das Thema der Sinnstiftung. Auch das ist total wichtig, wenn man die Argumentationen der Haushalte, die ein Eigenheim im Grünen nachfragen, sich anguckt. Es geht darum, für eine Familie auch sowas wie eine Vision zu bekommen. Zu sagen, wir bündeln hier unsere Ressourcen, wir strengen uns jetzt an auf dieses Ziel hin, ja, dass man eben Eigentum bildet. Und das hat eine wichtige Bedeutung für viele Menschen. Das Thema biografischer Zirkelschluss hatte ich eben schon angesprochen, auch das ist wichtig. Ja. Auch da, bei der Eigentumsbildung, gibt es diesen Rückgriff auf die eigenen Eltern, die eigenen Erfahrungen in der Familie. Es geht natürlich auch um das Thema der Freiheit, also weniger Rücksichtnahme auf Nachbarn, dass man eben der Meinung ist, dass man dann eben nicht mehr in dem Maße auf Verständigungsprozesse angewiesen ist, obwohl man das natürlich auch in Frage stellen kann bei dicht nebeneinander stehenden Reihenhäusern, das sei mal so dahingesagt, aber diese Idee, dieses Bild ist sehr stark. Und dann, diese gelb markierten Punkte sind auch sehr wichtig. Es geht auch um Selbstwirksamkeit, also um die Frage, wie kann ich individuelle Gestaltungsspielräume bekommen? Und in einer standardisierten Mietwohnung klassischer Art, ja, wie sie in den Nachkriegsjahren gebaut wurden, da ist das relativ schwierig, diese individuellen Gestaltungsspielräume auszuleben. Und da ist das Bild, dass es im Eigentum stärker möglich ist, noch sehr stark verbreitet. Es geht auch um Status, um Prestige, was eben mit so einer Wohnform verbunden ist, mit dem Eigentum verbunden ist. Und es geht, auch das ist in dem Vorgespräch schon angesprochen, auch um das Thema der Selbstvergewisserung, um Authentizität, darum die eigene Identität zum Ausdruck bringen zu können. Und das geht eher im Eigentum als in einer Mietwohnung. Also Sie sehen schon, das ist eine Gemengelage von sehr unterschiedlichen Aspekten, die hier zusammenspielen. Und das Ganze trifft nun auf eine Gesellschaft, die extrem heterogen ist. Hier sehen Sie mal 10 verschiedene Tische mit 10 verschiedenen Personen. Und wenn Sie genau mal hingucken, dann sehen Sie, wie unterschiedlich die sind. Und zwar nicht unterschiedlich in dem Sinne, dass wir jetzt hier irgendwie klassisch Unterschicht, Mittelschicht, Oberschicht haben oder dass wir hier Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben oder dergleichen, sondern das sind eigentlich alles Mittelschichtshaushalte, die eigentlich potenziell, wo man sagen würde, ja, das sind bestimmt Haushalte, die eben irgendwie so ein Eigenheim im Grünen im Hinterkopf haben könnten. Und wenn Sie sich mal angucken, was die Lebensstile betrifft, dieser Haushalte, dann sieht man, wie unterschiedlich die sind. Und was ich damit sagen möchte, wir leben in einer Gesellschaft, die eben extrem heterogen ist. Was die Lebensstile betrifft, was die Lebensentwürfe betrifft, was die Planungen betrifft, wie man Wohnen und Arbeiten kombinieren möchte, wie man sich selbst verwirklichen möchte. Und das ist in den letzten Jahren massiv angestiegen, diese Tendenz.
Ja? Wir haben eine große, große Vielfalt und diese Vielfalt drückt sich dann eben auch aus in der Art und Weise, wie wir wohnen möchten. Nochmal zurückkommend auf das Thema, wo stehen wir heute eigentlich? Was sind eigentlich jetzt sozusagen die Tendenzen, mit denen wir es zu tun haben, was jetzt eigentlich, wo die Idee des Eigenheims im Grünen seinen Ausdruck findet? Wir hatten zunächst einmal das, was ich angedeutet hatte in den Nachkriegsjahrzehnten, das klassische Muster, Magnet Suburbia, die Lebensentwürfe in der Moderne, die so klassischerweise, wie es hier steht, strukturiert waren, dass man sagt, es gibt einen Haupternährer und eine Hausfrau und die sind im Normalarbeitsverhältnis, die wollen im Grünen wohnen, haben eine starke Kinderorientierung und bauen dann da eben ihr Eigenheim in Siedlungen, die sozial sehr homogen sind. Das war das klassische Bild, was die Nachkriegsjahrzehnte bestimmt hat. Ja? Und dann ab den 90er Jahren kam ja der Gedanke, ja, das ist eigentlich ein bisschen passé und man erkannte dann plötzlich, die Stadt gewinnt wieder an Bedeutung. In den Nullerjahren ganz stark, da hat man dann gesagt, nein, es kippt, die Städte sind wieder attraktiv und wir haben das in den Zahlen auch gesehen, die Großstädte wachsen ungemein. Und man hat dort dann diese neuen Lebensentwürfe gesehen, wo es dann um die doppelte Erwerbstätigkeit ging, flexible Arbeitsverhältnisse, ganz komplexe Präferenzsetzungen und so weiter. Also das heißt eine viel stärkere Orientierung auf Stadt. Und jetzt ist die Frage, wo stehen wir eigentlich heute? Und ich möchte die These aufstellen, dass wir heute ganz viele Haushalte haben, die sagen, sie stehen genau dazwischen. Sie möchten eben nicht dieses bipolare Modell hier Stadt, da Land und sich entscheiden, sondern sie wollen beides. Ja? Sie wollen im Idealfall beides. Und das nenne ich jetzt mal so hybride Lebensentwürfe, gemischte. Sie wollen das Beste rausholen. Und zwar nicht in einem schlechten Kompromiss, dass sie jeden Tag von A nach B pendeln und im Suburbia wohnen und in der Stadt arbeiten, sondern es geht um neue hybride Lebensentwürfe. Ein Beispiel dafür ist das Muster der inneren Suburbanisierung, wie das genannt wurde. Man hat also in den Großstädten, in den richtig urbanen Quartieren, solche Wohnformen. Man nennt das so Miniformen von Gated Communities auch. Wenn man das sieht, hier unten zum Beispiel mit einem klaren Gatter, wo man denken könnte, da sitzt noch ein Doorman, der aufpasst, wer da reingeht, um dort eben diese soziale Homogenität, diese Kontrolle, diese Sicherheit, die man in Suburbia findet, auch in die Großstadt zu bringen. Wo man also die Vorteile der Großstadt hat, das urbane, lebendige Umfeld, aber für sich selbst so eine kleine Nische hat, die homogen ist und gut kontrolliert und sicher ist. Das findet man sehr oft, das findet eine Nachfrage. Man kann darüber streiten, ob sowas wünschenswert ist oder nicht. Es gibt viele Argumente, die sagen, das ist ja auch so ein bisschen ein parasitärer Ansatz, von der Stadt was nehmen, das urbane Leben, sich selber aber abschotten und dann so eine Art Mini-Suburbia in der Stadt tatsächlich zu kultivieren. Aber sowas gibt es, sowas wird nachgefragt. Ein zweites Muster, das sind die sogenannten additiven Wohnkonzepte. Das sind Haushalte, die sagen, ja, ich will beides und zwar in der Weise, dass ich eine Wohnung in der Stadt habe und einen Zweitwohnsitz auf dem Land habe. Und da fahre ich dann eben freitags hin. Und das sind dann so Argumente, die sagen, wir optimieren nicht unsere Wohnsituation während der Woche, in der sowieso alle arbeiten oder in der Schule sind, sondern am Wochenende. Dann also, wenn wir als Familie Zeit miteinander verbringen können. Also im Prinzip ist das ein Modell, wo man sagt, ich spalte meine Persönlichkeit. Während der Woche bin ich der Workaholic in der Stadt, bringe mich total ein bei meinem Arbeitgeber, ja, funktioniere in den Systemen, in denen ich zu Hause bin und am Wochenende mache ich einen Cut und bin dann der Familienmensch, der im Garten werkelt oder irgendwie an einem Häuschen baut und so weiter. Auch ein solcher hybride Lebensentwurf, der zwischen Stadt und Land jongiert. Und in den letzten Jahren, gerade bedingt durch die Digitalisierung, durch die Corona-Pandemie, kam dann natürlich die Wiederentdeckung der Peripherie. Wir haben die Idee oder das Bild von vielen Haushalten, die sagen, ja, ich möchte meinen individuellen Lebensentwurf verwirklichen und das geht auch auf dem Land heute. Ich muss nicht jeden Tag in die Stadt. Es reicht, wenn ich zweimal die Woche in die Stadt fahre zum Beispiel. Ich kann von zu Hause arbeiten im Homeoffice und das sind eben neue Bilder, wo dann eben tatsächlich gesagt wird, ja, ich gehe aufs Land, mir ist es im Prinzip auch wichtiger, Identitätsbildung über das Wohnen zu erreichen, als nur über das Arbeiten. Also das ist auch ein ganz interessanter Prozess, welche Bedeutung das Wohnen bekommt, dass man eben in so einem Wohnprojekt zum Beispiel, wie hier links auf dem Bild, drin wohnt, dass das eben eine viel größere Bedeutung bekommt, als das früher war, wo man eben auch noch irgendwie gewohnt hat, aber die Arbeit sehr wichtig war und heute, dass das dann doch eine sehr, sehr starke Rolle spielt bei vielen Haushalten. Und diese Tendenz gibt es eben auch. Also das heißt,
auch wieder so hybride Lebensentwürfe. Man lässt nicht ganz los von der Stadt, aber man verknüpft das in neuen Formen. So, ich möchte nochmal so ein paar Treiber des Wandels, also das Bild vom klassischen Eigenheim im Grünen zu neuen Formen des Wohnens oder der Mischung von Wohnen und Leben dann eben tatsächlich hier deutlich machen. Also wir haben zum Ersten eine Tendenz zur Entstandardisierung. Das heißt, dieses klassische Eigenheim im Grünen von der Stange, das ist nicht mehr das, was nachgefragt wird. Ein Großteil der Menschen, nicht alle, aber ein Großteil der Menschen möchte was Individuelles haben, möchte sich entfalten mit dem Wohnen. Das sieht man auch an der Vielfalt der Lebensentwürfe, wie ich es vorhin gezeigt hatte, mit den 10 Personen, die am Tisch sitzen. Die werden nicht alle das gleiche Eigenheim nachfragen. Es gibt den Wandel der Arbeit, ich habe das eben angedeutet mit der Digitalisierung, Coworking Spaces, Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Also Lagen werden neu bewertet, Zentrum, Peripherie verschieben sich. Das ist sicherlich ein Treiber des Wandels. Wir haben eine Vielfalt an Haushaltsformen, das ist eben schon deutlich geworden, hier mit diesem beispielhaften Frau und Kind und ohne Mann und so weiter, also weg von irgendwie der kompletten Familie mit 2 Kindern, wie man das so klassischerweise eben annahm bei den Grundrissen Eigenheimen der 50er und 60er Jahre. Also das heißt, da gibt es Veränderungen. Und es gibt den Sharing-Gedanken, also die Idee, Gemeinschaft neu zu denken, Lebenszusammenhänge neu zu denken. Es ist nicht mehr immer nur die klassische Familie, wie ich eben schon sagte. Auch Nachbarschaft verändert sich. Nachbarschaft ist was viel Intensiveres. Es gibt Modelle des Co-Livings, wie man das hier sehen kann. Sie kennen das, wo man dann eben seine private, relativ kleine Wohneinheit hat, aber dafür großzügige gemeinsame Bereiche zum Kochen, zum Wohnzimmer und zum Essen. Jetzt, ja. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Dinge, die man hier sagen muss, es gibt Neusortierungen in dem Bereich, auch die Treiber des Wandels sind. Wir haben das Thema der Bewertung von Lagen, das habe ich eben schon gesagt, Stadt und Land verschieben sich. Ganz wichtiges Muster ist auch, die Grenzen von privat und öffentlich verschieben sich. Ja? Viele Dinge, die früher privat gemacht wurden, kommen jetzt ins Öffentliche. Also diese Grenzlinie verschiebt sich, sie ist nicht mehr so stur oder so starr, wie das lange Zeit der Fall war und das ermöglicht uns natürlich auch, tatsächlich dann Dinge neu zu denken. Coworking Spaces und dergleichen sind ja nur das eine. Die Trennung von Wohnen und Arbeiten, die auch klassisch war für das Eigenheim im Grünen, ja, monofunktionaler Siedlungen, ist im Prinzip für viele Vergangenheit. Es geht darum, neue Schnittstellen zu finden, neue Mobilitätsmuster zu entwickeln. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, das Thema des Wohnwohlstands. Was ist eigentlich Wohlstand bezogen auf Wohnen? Ist das eine Maximierung von Fläche? Oder ist das vielleicht gerade auch das bewusste Reduzieren? Wir haben die Tiny House Bewegung, die habe ich jetzt hier mal mit dem Bild da unten exemplarisch benannt. Ja, und da ist dann die spannende Frage, wie viel Fläche brauche ich eigentlich? Was ist stimmig mit mir? Und was hilft mir selber auch weiter, mich wohlzufühlen? Das ist nicht unbedingt immer mehr Fläche. Und wir haben tatsächlich auch schon so ein Stück weit eine kulturelle Entwertung des suburbanen Eigenheims, was wir beobachten können bei bestimmten Mittelschichtsfamilien, die sagen, nee, also das geht gar nicht. Ja, also das passt einfach nicht. Hinzu kommen andere Punkte, Baulandknappheit natürlich, wir hatten das in der Einleitung schon gesprochen, das ist ein Treiber und natürlich die Kostenstrukturen, die das klassische Eigenheim immer stärker zu einem Problem werden lassen, was die Finanzierung betrifft. Und dann haben wir natürlich auch andere Probleme. Wenn wir jetzt die Frage stellen, das waren die Treiber des Wandels, wir haben auch Restriktionen. Zum Beispiel in vielen Gemeinden das Problem, wie die Eigentumsstrukturen verteilt sind. Hier mal exemplarisch eine Gemeinde nördlich von Hamburg. Und Sie sehen vor allen Dingen diese Zeile, Eigentum von Privatpersonen, 70%. Die Kommune hat 0,3% der Flächen überhaupt in ihrem Eigentum. Die kann gar nicht so einfach steuern. Sie muss verhandeln, sie muss Gespräche führen. Sie ist nicht wirklich handlungsfähig, weil eben in den Nachkriegsjahrzehnten die Grundstücke einfach verkauft wurden an die Privateigentümer und jetzt kann man einfach nicht mehr den Schalter umdrehen. Das ist so eine kleine Restriktion oder eine ziemlich große Restriktion, die wir haben, die man einfach mitdenken muss. Wie kommt man da zu neuen Modellen? Wie kann man das wieder in Bewegung bekommen? Einige Trägheitsmomente noch. Zersplitterung von Eigentum habe ich gesagt. Ein ganz wichtiger Punkt sind behördliche Genehmigungslogiken. Wie gehen wir eigentlich mit Neuem um? Ich habe in den letzten Monaten eine Forschung zu Tiny Houses gemacht. Es war hochinteressant zu sehen, wie schwierig das ist, solche Projekte tatsächlich in eine Umsetzung zu bringen oder darüber überhaupt erstmal zu denken. Es gibt da erstmal so eine Abwehrhaltung. Nee, das geht nicht. Da werden die energetischen Standards nicht erfüllt. Das sind Spinner, die irgendwo im Grünen wohnen wollen und so weiter. Aber das ist ein Energiefeld.
Und da ist dann für mich auch schon die Frage, was haben wir eigentlich für eine Kultur in unserem Land, mit Innovationen, mit potenziellen Innovationen umzugehen? Wollen wir die qualifizieren oder wollen wir sie erstmal abblocken? Das ist eine spannende Frage. Und natürlich, wenn man sagt, es gibt so eine normative Starrheit oder so ein Beharrungsvermögen auch von Bewohnerinnen und Bewohnern, das ist nicht einfach nur irrational. Dahinter steckt auch der Punkt, dass es wehtut, von Überzeugungen loszulassen, von bestimmten Wohnidealen, die man selber gelebt hat und selber lebt, zu sagen, naja, das ist jetzt vielleicht Vergangenheit und ich lasse mich auf Neues ein. Das ist kein so ganz einfacher Schritt. Und das muss man dabei auch bedenken. Hier springe ich mal drüber hinweg. Das ist ein Beispiel aus Hennstedt-Ulzburg, aus dieser Gemeinde, wo es darum ging, wie kann man Wandel hinbekommen bei so einer Siedlung aus den 50er Jahren. Ein schwieriges Feld. Ich habe noch 2, 3 Beispiele, auch wenn ich hier schon mit Zetteln irgendwie informiert werde, dass ich zum Ende kommen soll. Das will ich ja gleich mal transparent machen, bevor Sie die 1 Minute hochhalten. Ne? Und möchte gerne noch mal hier auf den Punkt kommen, der mir noch ein wichtiges Argument ist. Wenn man heute mal guckt, bei den Haushalten, die jetzt unterwegs sind, auch sich auf neue Wohnformen einlassen, was sind die Motivationen dafür? Dann sind das hier Punkte, ich habe die hier mal aufgeführt, die zum großen Teil auch bei den Motivationen für das Eigenheim da eine Rolle gespielt haben. Ja? Das sind die gleichen Punkte. Selbstwirksamkeit, Selbstvergewisserung, Status, Sinnstiftung, Freiheit, Sicherheit, Altersvorsorge. Es ist nicht so, dass die Bedürfnisse komplett neue sind heute. Aber es ist ja nicht zwingend gesagt, dass die ausgerechnet im Einfamilienhaus ihre bauliche Verwirklichung brauchen. Die sind auch in anderen Bauformen umsetzbar, realisierbar. Und das verstehen immer mehr Menschen und das wird immer stärker nachgefragt. Ich möchte mal das Beispiel geben, nochmal Baugemeinschaften. Baugemeinschaften waren bis in die 90er Jahre noch ein Sonderfall. Beispiel Tübingen. Da ist das ja systematisch entwickelt worden und heute ist die Baugemeinschaft in Tübingen der Regelfall und nicht mehr der Sonderfall. Ja, da ist der klassische private Bauherr, der was entwickelt, eher der Sonderfall und die Baugemeinschaft ist, ist die Regel. Und ich glaube, so müssen wir das auch mit unseren Projekten, die wir hier so angucken, sehen, dass wir da Stück für Stück gucken müssen, wie kriegen wir diese Nischenprodukte, diese Einzelfälle, wie können wir das so systematisieren, dass es einfacher ist, solche Sonderfälle zu realisieren. Dass dann sowas rauskommt wie solche Projekte wie hier, ne, altes landwirtschaftliches Gelände, was dann eben in so einem Co-Living, Co-Working-Projekt umgesetzt wird. Oder hier dieses Projekt Almende-Wulfsdorf, das war eine ehemalige Wohnanlage für Jugendliche aus schwer erziehbaren Jugendlichen. Tolles Baugemeinschaftsprojekt, also das will ich jetzt gar nicht im Detail ausführen und komme zu meiner letzten Folie. Und möchte für etwas plädieren, was mir sehr wichtig ist. Und das ist eben diese neue Kultur des Wohnens. Ich glaube, darum geht es eigentlich. Ja? Und diese Kultur sollte individuell, flexibel, experimentierfreudig sein. Ich glaube, das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Wir müssen hier die Energie und die Kreativität, die wir hier bei ganz, ganz vielen Akteuren haben, weiterhin haben. Ja? Wohnen ist wichtig. Das war früher das Eigenheim im Grünen, was dann eben selbstverständlich angestrebt war, wo sich die Energie gebündelt hat, wie ich vorhin gesagt hatte. Diese Energie gibt es heute auch noch. Und die müssen wir stärken und da dürfen wir sie nicht blocken, weil sie sagt, nee, das ist ein Feld, was nicht vorgesehen ist, ist energetisch nicht einwandfrei, hat dieses und jenen Nachteil, sondern wir müssen diese Energie aufgreifen und wir müssen sie qualifizieren, ja, indem wir Leitplanken setzen, bestimmte, das soll ja auch nicht heißen, anything goes, ja, jeder kann bauen, was er will, sondern wir müssen mit Leitplanken arbeiten, aber dann diese Energien nutzen und sie nicht abblocken. Das finde ich total wichtig und es geht darum, eben tatsächlich diese dezentralen und individuellen Nischen zu verfolgen, statt der einen großen Lösung. Das ist vorbei, diese Zeiten, dass wir einfach standardisiert ein Produkt bauen können. Diese Zeiten sind vorbei, dazu ist unsere Gesellschaft zu heterogen. Wir müssen auf diese Nischen setzen und gucken, wie wir diese Produktion von solchen Nischen eben erleichtern können. Und vielleicht noch der Punkt, zulassen statt verhindern, das habe ich schon gesagt, das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, gerade auch aus den Erfahrungen mit den Tiny House Bewegung und ich plädiere dafür, den Sonderfall zum Regelfall zu machen und dafür die geeigneten Unterstützungsstrukturen zu schaffen. Ich finde, diese Leerstandskonferenz ist dafür so ein super Rahmen, wo eben schon diese Dinge diskutiert werden und zu gucken, wie man dann eben Projekte, wie wir sie heute Nachmittag angucken oder morgen sehen, wie man die noch viel, viel leichter realisieren kann, wie man die unterstützen kann, wie man eben so eine Innovationskultur schaffen kann. Das sind, glaube ich, Fragestellungen, denen wir uns stellen müssen, um dann peu à peu eine andere Kultur des Wohnens dann eben auch tatsächlich in Deutschland zu etablieren. Okay, vielen Dank.
Herr Menzen, Sie haben mich eingeschüchtert, ich durfte dann gar nicht mehr das Ein-Minuten-Schild herzeigen. Ja, wir haben es dann weggelassen, das war der Trick dabei. Ne? Ja, gelungen, ja. Als wären Sie Soziologe. Ja. Ich darf Georg Weigel, Bürgermeister von Tuntenhausen, zu uns auf die Bühne bitten. Wir gehen jetzt in eine kurze Respondenz. Hallo. Herr Weigel, was war für Sie neu, was war erkenntnisreich, was haben Sie aus dem Vortrag mitgenommen? Die letzte Folie war für mich die wichtigste Folie, die Flexibilität, die wir zeigen müssen. Sie haben auch angesprochen, immer wieder das Thema von der politischen Seite, von der Genehmigungsseite, dass man da Flexibilität braucht. Ich glaube, das ist einmal ein wichtiger Ansatz. Und die Veränderungen jetzt aus soziologischer Sicht, ja, die sind vorhanden, aber an denen müssen wir arbeiten. Das ist für mich einmal aus Ihrem Vortrag einmal das Erste. Das, was Herr Menzel auch angesprochen oder fast gefordert hat auf der letzten Folie, Regelfall, Sonderfall, Unterstützungsstrukturen, dezentrale Lösungen, was davon wäre denn im Alltag, also im politischen Kommunalalltag unter Ihrer Ägide denkbar umzusetzen? Und wo würden Sie an Schwierigkeiten stoßen? Also wir haben ja die Möglichkeit als Kommunen, dass wir die Planungshoheit haben bei uns in Bayern. Das ist ganz, ganz wichtig. Wird sicherlich nachher der Herr Busse darauf eingehen. Und da sind wir gefordert, die Kommunen, dass wir uns Gedanken machen, wie wir diese Themen umsetzen können in der Bauleitplanung. Da haben wir schon Möglichkeiten und Freiheiten, aber Sie haben es auch richtig gesagt, die Gremien müssen wir überzeugen. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen unterhalten. Sie haben auch Fragen aneinander und zueinander. Herr Weigel, was würden Sie denn Herrn Menzel gerne fragen wollen? Brauchen Sie den Schummelzettel zur Hilfe oder geht's? Ich habe 4 schöne Fragen an Sie weitergeleitet. Für mich, ja, an den Soziologen die Frage, die Zukunft des familiären Zusammenlebens. Das ist für mich die große Frage. Wir haben es heute schon gehört, die Kinder sind außer Haus, die Kinder wollen nicht mehr bei den Eltern leben. Wo sehen Sie die Zukunft im sozialen Familienzusammenleben? Naja, also ich meine, das Bild, was ich vorhin gezeigt hatte mit den 10 Haushalten, die da an den Tischen sitzen, da waren keine Kinder dabei, aber man kann sich das vorstellen, dass diese Vielfalt unterschiedliche Familienbilder auch kultivieren wird. Wir haben einerseits die Situation, dass wir natürlich generell eine starke Tendenz haben zu Patchwork-Familien, zu getrennten Familien, zu unvollständigen Familien, wie das eben auch heißt. Das ist das eine. Und dann gibt es auch ganz unterschiedliche Ideale, wie man miteinander zusammenleben möchte. Es gibt Menschen, die wollen das klassische Familienideal verfolgen, also irgendwie in der Kleinfamilie zusammenleben. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, die Vision haben, eben nachbarschaftlich enger zusammenzuleben und dann eben in Gemeinschaften zu leben, Kinder zusammen groß werden zu lassen und sowas. Und das ist ein großes Ideal. Und das war auch eines übrigens der großen Argumente früher eben bei dem Eigenheim im Grünen, dass das dann eben so eine homogene Landschaft ist mit vielen Kindern im gleichen Alter, die dann irgendwie auf der Straße zusammenspielen und so weiter. Ja. Und das wird man vielleicht heute nicht mehr 1:1 so bekommen, aber dafür kriegt man vielleicht Baugemeinschaften zusammen, die dann eben familienorientiert sind und wo man eben auch andere Kinder hat, die dann zusammen aufwachsen können. Also insofern, ich glaube, wir müssen mit Heterogenität uns auseinandersetzen. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft und dafür flexible Konzepte entwickeln. Herr Menzel, welche Frage hätten Sie an Herrn Weigel? Ja, also ich finde das eben einen total spannenden Punkt, die Frage aufzuwerfen, wie man eigentlich mit Beständen umgeht. Ja. Also es geht, wenn wir sagen, wir wollen irgendwie unser Baulandziel, dass wir eben diese 30 Hektar Baulandausweisung pro Tag irgendwie erreichen wollen, hinbekommen, dann müssen wir anders mit Beständen umgehen. Und welche Spielräume sehen Sie denn da, wenn Sie jetzt hier auf Ihre Gemeinde gucken, die Bestände, die in den 50er, 60er Jahren an Eigenheimen aufgebaut wurden, welche Spielräume haben Sie da überhaupt, in eine Handlungsmöglichkeit zu kommen als Gemeinde, angesichts auch gerade des privaten Eigentums, was da eben oftmals besteht? Ich sehe da sehr große Spielräume, weil das Problem haben wir alle, dass wir Leerstände haben, deswegen sind wir heute hier. Das geht los bei Einfamilienhäusern, das geht weiter bei landwirtschaftlichen Anwesen, die auch aufgelöst sind oder die Landwirtschaft nicht mehr betrieben wird. Und da haben wir viele Chancen. Wir müssen natürlich immer das Eigentum schützen. Das geht für mich immer vor. Wir können nicht alles überplanen, ohne dass wir die Eigentümer mit einbinden.
ist ganz, ganz wichtig. Aber die Möglichkeiten sind vorhanden, weil wir Leerstände haben. Der Kollege Peter Glo hat es gestern gesagt, wenn wir Bürgermeister irgendwo bei den älteren Herrschaften mal zum Gratulieren kommen, wir haben leere Flächen, nehmen wir wahr, oder die gar nicht mehr genutzt werden. Das ist extrem und da haben wir viel Handlungsspielraum. Mhm. Das sehe ich auch im Land so. Sind Sie als Gemeinde dann auch bereit, in den Zwischenerwerb zu gehen und solche Gebäude auch mal zu kaufen, um dann was zu entwickeln? Jetzt würden meine Kollegen wieder sagen, da fragen Sie den Richtigen, der hat das Geld. Ja. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, als Gemeinde in den Zwischenerwerb zu gehen. Mhm. Weil die Bereitschaft ist wahrscheinlich gar nicht vorhanden, zu verkaufen. Wir müssen überzeugen, dass die Nutzungen geändert werden, dass man Flächen zur Verfügung stellt. Ich habe mir ein Modell angedacht und auch mit einigen älteren Immobilienbesitzern diskutiert. Wir haben ja viel Wohnraumbedarf von Studenten hier in Rosenheim in der Hochschule, dass man vielleicht wirklich Wohnfläche für Studenten zur Verfügung stellt, die einen im Haushalt, im Garten helfen. Da ist schon Interesse vorhanden, aber das umzusetzen, braucht man einiges an Unterstützung. Mhm. Aber die Gemeinde jetzt als Zwischenerwerber sehe ich nicht. Mhm. Das ist jetzt dokumentiert. Eine Abschlussfrage noch an Sie. Sie haben einige Allmende-Beispiele gezeigt, Sie haben auch Tübingen dargestellt. Tübingen gilt bis nach Österreich hinein als absolutes Paradebeispiel. Allmende-Projekte gibt es schon immer wieder, es sind aber noch Pionierprojekte, die man an ein paar Händen vielleicht abzählen kann in Österreich und Deutschland. Was könnten wir tun, um solche Modelle, also auch solche rechtlichen Modelle, solche Entwicklungsmodelle in einen größeren Maßstab zu streuen? Warum gibt es nicht schon viel mehr Tübingens in Deutschland? Ja, also das ist der Punkt wieder mit den Unterstützungsstrukturen, den ich eben vorhin versucht hatte anzudeuten, dass ich glaube schon, dass Pioniere, die Interesse haben, sowas zu machen, dass man da tatsächlich noch durch ein Zwischenschalten von Agenturen für innovative Wohnformen oder sowas in der Art, ja, dass man solche Ideen und solche Akteure noch unterstützen könnte dabei und gerade im Prinzip sozusagen so eine intermediäre Schnittstelle schaffen könnte zwischen Genehmigungsbehörden, zwischen Politik und Verwaltung auf der einen Seite und eben diesen Akteuren, die eben was verändern wollen, auf den Weg bringen wollen, andererseits. Ich glaube schon, dass da sehr viel Reibungsverluste noch sind in vielen Fällen, die Zeit kosten, die Energie rauben und das, glaube ich, sollten wir versuchen zu bearbeiten und zu verringern, diesen Energieverlust. Herr Weigel, Aussicht auf eine Allmende und auf ein Tübingen in Tuntenhausen? Sicher, schwierig in Tuntenhausen. Klar, wir sind eine ländliche Gemeinde, aber man darf das nicht aus dem Auge verlieren. Wir müssen uns mit Quartierslösungen auseinandersetzen. In die Richtung geht es ja. Das muss ja nicht immer im großen Stil sein, sondern auch mit Möglichkeiten, die wir haben, die müssen wir nutzen. Und diese Form des Zusammenlebens würde ich sehr begrüßen, weil das auch irgendwelche soziale Hindernisse aus dem Weg räumen würde, was ja auch für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Vielen Dank Ihnen beiden. Dankeschön. Gut.